Jürgen, so gut wie möglich. Also, Also, gut. In Europa kannst du auch nicht denken, wie diese Menschen. Ja. ach. Ist so viel mit Stress verbunden. Ja. Aber sehr gute Vorbereitung hier. Gut. Ja, aber es ist eigentlich alles balinesisch, eigentlich. Ja, hinduistisch. Bali. Genau, hinduistisch, ja. In Bali überall. Genau. Es ist eigentlich da gebaut für die Hindus und Muslimen eigentlich, nicht nur für die Hindus. Ja, ja, der Gipfel, von dem Tor ist ja so wie ein Berg, Virinjani, ja. Und so ich kann sehen, der ist second color on statue, black, white, black, white. Es ist Verbindung zum Himmel. Ja, ja, genau. Kontakt zu Sky, ja, ja, zum Himmel. Und die Tücher von den Figuren da, die haben schon schwarz-weiß Farben, ja. Die sind wieder nochmal Symbole von bösen und guten Geistern, ja. Das heißt, die bösen und guten Geister existieren immer im Leben. Das heißt, ein guter Geister kann überhaupt die bösen Geister nicht besiegen. Ja? Das wird immer die ganze Zeit existieren. Genau, um die Balance zu halten. Ja. Da war der Geist der Nein. Das ist, you can see that two different places. So I have the Hindu temple and I have the other one, Muslim temple for the multiculture. So one for Hindus, one for the multiculture. Genau. Das ist ja für Hindu-Tempel, ja, in der Mitte und da weiter, da wo die Wasserquelle ist, ja, für multikultureller, sagt man, Glauben, sowas, ne? Das heißt, da sind ja für die Muslimen, für die Buddhisten, Christen auch, ja, praktisch für alle Religionen, ja. Das heißt, die dürfen alle hier kommen und beten, ja. So Muslim, Hindus, Christian, Orthodox, Christian, Catholic, Buddhism, Hindus, Jewish, Confucius, China and other religions of the country. Also alle Religionen hat er gerade erwähnt, ja. Also das heißt, dürfen alle hierher kommen, ja, und beten, ja, vor der Quelle da. Das Quelle ist Wasser, ist nochmal so eine Tirta, also ein Tirta sowas, ne? Was, apa namanya yang bapak-bapak yang kayak gitu? Oh, itu pemangku. Pemangku. Ya, dia berhak memimpin itu setelah dia memenuhi India Sungai Gangga, setelah itu menuju ke Sungai Gangga. Nah, Sungai Gangga tempat pendidikannya untuk membakar air suci. Namanya Tirta. Dapat tetap bahwa membakar putih-putihnya dan dia pulang dari India, dia harus election di Hindu untuk pemilihan mangkunya dan berhak dan meninggal sebagai pemimpin umat Hindu dan pemimpinnya. Pemimpin umat Hindu. Kalau Pak, ini imam. Oh ya. Itu semacam ini imam ya, ya kayak, pemimpin kayak ya. Di karakternya pastornya gitu. Oh ya, ya. Ya dia maksudnya imamnya gitu. Ya. Ya di budanya biksunya gitu. So um den Tempel zu betreten braucht man so einen Schal dafür, ja, da haben wir, da gibt's unten, ja, da gibt's unten zum Ausleihen, ja. Da gibt es dann unten, also Sherpa braucht man dafür. Da gibt es dann unten zum Ausleihen. Ja. Das heißt, man kann auch dort ein bisschen spenden, wenn man will. Ja. Kapan ini acara ya perang topatnya? Tanggal 8 Desember. Nanti kalau ada tamu bisa. Oh, so am 8. Dezember findet diese Prangtopat statt, ja? Also dieser Reiskugelkrieg. Ja? Guck mal, hier ist direkt das Wasser ist aus der Quelle. Ja? Es ist ein bisschen kaputt, ja? Vielleicht nach dem Beben. Ja? Dann kommt das Wasser da hier raus. Ja? Irgendwann würde ich schon sagen, irgendwann wird so ein Tempel hier gebaut, ja, wo da also ein Wasserquelle ist, ja, dann glauben die Hindus, dass da auch schon Tempel dann stehen muss, ja. Ja, ja. Kann man das trinken? Oder? Ja, da kann man, das ist Grundwasser, sauber, ja, man sitzen, das ist sauber, ja. Mit Fischchen. Das wird normalerweise von